Howdy, heute mit dem Film Die Gewaltigen oder im Original Der War Wagon. Regie führt Burt Kennedy und die Musik ist von Dimitri Triumel. Er hat auch die Musik zu 12 Uhr mittags komponiert. Der Typ möchte die eisig gepanzerte Kutsche eines Viehbarons kapern, der ein paar Jahre zuvor sein Geld sowie seinen Ruf in den Dreck gezogen hat. Hilfe bekommt er dabei von einem Indianer, einem Jungen namens Billy, einem alten Mann mit einer viel zu jungen Frau und von Kirk Douglas. Dieser Film hat genau das gleiche Problem wie Escape Plan. Bei dem Film war es ja so, dass Annie und Sly halt in einem selben Synchronsprecher haben, also Thomas Danneberg. Und daher muss halt für den Synchronsprecher von Annie ein anderer her. Genau ist es bei diesem Film, nämlich der Synchronsprecher ist Hans W. Hamacher. Danach hat er den Zug auch nie wieder synchronisiert und Arnold Marco, der eigentliche Sprecher vom Zug, synchronisiert hier Kirk Douglas, was ja auch seine Standardstimme ist. Das kann den ein oder anderen sehr auf den Magen schlagen. Handlung. Die hatte man irgendwie schon mal gesehen. Das einzige Neue war halt in die Kutsche, die aus Eisen war, die später nur ein Update bekommen hat. Darstellung gut und die Musik fand ich auch sehr gut. Fatih, der Film ist nicht schlecht. Aber ich würde sagen, wenn da der Standardsprecher den Zug gesprochen hätte, dann wäre der Film definitiv besser geworden. So, das war's auch mit der Review. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Bis dann.